Jo, willkommen zurück. Weiter geht's. Immer der Rothirschspur hinterher. Müssen wir mal einen größeren vor die Flinte kriegen hier. Ein, der mit einem Score über 200 ist. Bis 37 Minuten, okay, so weit ist er nicht mehr weg. Heißt eher, es könnte natürlich auch eine weibliche sein. Mal schauen. Lassen wir uns mal überraschen. So, wo ist denn die Spur, die aktuelle? Viele Spuren, aber nicht die, die ich haben will. Oh, 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 oh. Männlich, call. Yo, wunderbar. Mal antworten. Auf der Straße. Nein, weiblich ist auch da. Na, die laufen ja ab und zu auch mal in Gruppen, ne? Müssen wir aufpassen, dass das Weibchen uns nicht entdeckt und noch jeder Herrschmel abhaut. Vorne sind sie schon. Weibchen. Oh, oh, der ist ein bisschen größer. Oh, muss schnell hinlegen, ey. Sicher, sicher. Oh, der könnte über 200 haben. Da läuft er noch. Oh, da läuft ja noch einer. Der scheint noch größer zu sein. Okay, versucht den jetzt und den linken wir von uns gleich auch nochmal. Nein, ich glaube, ich habe ihn nicht getroffen. Ah, Mann, ey. Naja, laufen wir erstmal zu denen auf die Straße. Der lag ja sofort. Da hat bestimmt Lunge oder Herz oder direkt Herz getroffen. Ja, das Adrenalin steigt, dann muss schnell wie möglich damit durch sein, ne? Ach, der hat locker über 200. Was mit der nicht über 200 hat, dann weiß ich auch nicht. Das ist doch mal ein Score. CSS 75,6. Und rechte Lunge, Leber. Gewicht 233. Geil, geil. Foto machen. Nochmal ein geiles Bild, ne? Mal teilen. Facebook.
Nice, nice. Hat sich doch wieder gelohnt. Oh, was haben wir denn da hinten? Rute Schweiblich. So, mal gucken, ob ich den anderen getroffen habe. Sonst versuchen wir nochmal, dass wir den verfolgen können. Aber erstmal muss ich die Spur finden. Ist ja nicht so, nicht so schnell bewegen, weil die Rothirsche laufen nicht weit weg. Ich meine, der ist doch hier über den Hügel rüber, ne? Überhaupt keine Spur. Sind noch hier lang gelaufen. Es regnet immer noch, ey. So, meistens ist es echt nur am Regnen hier. Warum ist hier keine Spur? Da sind jetzt Spuren. Naja, ich will jetzt nicht wieder zurück zur Straße laufen. Der eine, der war ja schön groß. Der andere, den ich nicht getroffen habe, der war ja auch ein bisschen kleiner. Falls ich ihn doch getroffen habe, dann meldet sich ja wieder, ne, Onkel Dog. Ich gehe mal noch mal ein bisschen schneller, haben noch knapp ungefähr 2 Minuten, dann ist die Folge auch schon wieder rum. Und weiter mache ich dann auch nicht, weil ich muss noch mal weg. Endlich so Regen weg. Ja, Fuchs. Könnten wir mal sichten. Aber ich glaube, der haut vorher ab. Bevor wir ihn sehen, sieht er uns und dann ist er weg. Du hast sie ganz gestohlen. Gib sie wieder her. Gib sie wieder her. Oder, jo, ich glaube, so ging das, ne? Schau da nochmal drüber und wenn, jo, wenn der Fuchs da nicht ist, dann sind wir auch durch. Schönen Rothirsch geschossen, was wollen wir mehr? Ich weiß, noch einen größeren.
Also, ich sehe nichts außer die Spur da. Naja, nächstes Mal gehen wir vielleicht mal Schwarzwedelhirsche jagen. Mal gucken. Bis dann. Tschüss.